Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast. Im letzten Part sind wir hier von irgendwohin, keine Ahnung wo das war, ist mir auch egal, ab in den Kinoraum gekommen, haben hier gerade einen Schlüssel weggesnackt, nachdem der Max... Boah, ey, der befingert sich aber auch ganz schön gut hier. So, der Max ist gerade mal auf Klo und holt sich fett einen runter. Auf seine absolute Geilheit, ja. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, nachdem wir den Schlüssel bekommen haben, aus dem Kino zu entkommen. Was etwas schwieriger wird als gedacht, soweit ich weiß. Da jetzt nämlich die volle Lümmelpower kommt. Hi. Oh shit. Oh shit, versteck dich. Ist Tom da? Ne, die Lümmelmänner. Aber wir sind aber genauso gut. Theoretisch könntest du dich auch mal mit den Lümmelmännern abgeben. Ach nee, Tom ist sind eigentlich auch wenn die Lümmelmänner zweimal so gut sind wie Tom, Thomas hat einfach, weißt du, mehr Angriffsfläche. Ist einfach schöner. Ja, Angriffsfläche also. Ja. Ich verstehe das Problem. Dann ist schön. Nein, Kamera, nicht jetzt! Och nö. Ernsthaft. Bin ich. Oh Gott, ey. Close the door. Ja. Das wäre richtig, really nice. Dann geht es hier lang. Boah. Häslig. Mache ich hier zu. Und dann gehe ich hier hoch. Lol. Wie hat denn der sich so schnell dahin geportet, ey? Lümmeli, Lümmeli. Guck mal da hinten. Da kratzt er sich an der Birne, weil er so dumm ist, ey. Ja, du bist der Dumme hier, nicht ich. Der hat sich vergessen, halt nach dem Rumlümmeln die Hände zu waschen, also muss er sich abdecken. Alter. So. Das ist doch bloß. Ey. Der Morg Sebastian färbt ein bisschen auf mich ab. Das ist kein guter Umgang für dich. Kein guter Umgang, genau. Das ist traurig. Dass du dich mit solchen Menschen abgibst, mal schändlich. Ist der Marc bei dir auch in der Schule? Ja, es geht in meine Parallelklasse. Okay. Und singt in der Schulband. Wahrscheinlich atemlos durch die Nacht. Nein. Ein wundervoller Hit, ja. Zum Glück nicht. Hallo? Wir haben letztens Konzert gehabt, da haben wir von Bastille gespielt. Was? Kennst du nicht? Nee. Ich kenne mich mit solcher klassischen Mucke nicht aus. Das ist keine klassische Mucke. Dann halt nicht. Ist ja gut, ich bin der Dumme hier. Ja, du, ich weiß. So. Einzig ist der erste Schritt zur Besserung. Oh. Guck dir mal diese geilen Mundpartikel an. Sehr schön. Gerne. Ja. Oh, dramatische Musik, so was hasse ich. Vor allem, wenn es hier nicht weitergeht, das hasse ich auch. Ja, okay. Und eine Batterie. Dann lade ich einmal nach. Gönn mir hier die Batterie. Ach, genau, ne? Und da musste ich... Diese Orgel sagt schon mal nichts Gutes aus. Ach, hallo, die sagt voll viel Gutes aus. Warte. Dann ich mag eigentlich Kirchenorgeln, solange die zu Beerdigungen gespielt werden. Was? Nochmal, du magst Orgeln, solange sie zu Beerdigung gespielt werden. Ja, genau. Irgendwie sagt sie zu Beerdigung gespielt. Irgendwie sagt mir mein weiblicher Instinkt, ich bin ja falsch. Also wieder runter. Wo geht's denn hier sonst lang? Dein weiblicher Instinkt? Ja. Die Frauen haben so einen sechsten Sinn, weißt du? Ah. Bist du jetzt wohl neuerdings mit deiner Geschlechtsumwandlung fertig geworden, oder was? Das heißt denn neuerdings schon ewig. Ach so. Wusste es nur nicht. Boah, weil, lass hier mal eine ruhige Kugel schieben. Wir können jetzt ja mal so irgendwie so ein Schriftzug hin machen, King of Comedy oder sowas. Nee, weißt du, ich mach dann also ein schwarzes Bild. Guck mal, der Bild macht RTL. Ich mach erst ein schwarzes Bild, blende Countdown ein und dann sage ich dazu, geistesgestörtes Olli in 10 Sekunden. Guck mal, so. Der betet mich an.
Oh, ja, 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 okay. Jetzt lasse ich ihn weiter RTL anbieten. Ja, das hat er verdient. Olli, ich hab dir doch nicht gesagt, du sollst nicht so viel mit deinen Kollegen auf der Schultoilette treiben, weißt du doch. Guck mal, der betet den heiligen St. Kissen an. Nee, der betet mich an. Wo betet er denn dich an? Naja, stimmt, der hat gesehen und hat gedacht, oh mein Gott, bitte mach, dass es aufhört. Nee, ich nenne mich ab jetzt Cutting God. Cutting God? Cutting God. Okay. Cutting God Max. Geht's von hier rein? Von und zu Michael. Von und zu Michael, das ist schön. Eine Mappe. Was wäre eine gute Folge ohne eine Mappe? Ich bin ein unwürdiger Bittsteller, der unserem Herrn nur dienen kann, indem er ihn nährt. Bitte nimm mich, Wallrider. Lass es den Apostel meines Hirten sehen und verbreite es mit seinen Lügen für eine größere Wahrheit. Deine Zeit in der Welt ist gekommen. Mein Fleisch sehnt sich nach deiner wunderschönen Erscheinung. Mein Blut ist erfüllt von dir und wartet nur darauf, freigelassen zu werden. Dies ist mein Gebet. Ritze ein Evangelium in mein Fleisch. Liebe Kinder, man soll sich nicht ritzen und auch nicht von anderen ritzen lassen. Dankeschön. Echt jetzt? Hallo, du zerstörst gerade meine Welt. Zerstörst meine Welt. Jetzt habe ich... Ich glaube, wenn ich hier runterfalle... Bist du ganz schnell ganz tot. Ja. So, guck mal hier, der wird auch wieder. God hates sickness, alles klar. Gott hasst Krankheiten. Hat er uns gerade ausgesperrt? Gott hasst Krankheiten, aber ey. Ist selber eine. Ey. Oder findest du auch? God hates money. God hates Always provides a way. Oh, jawohl, einfach nur mal fürs Let's Play. Ja. Ich habe so viel mit Schneiden zu tun am Ende des Tages. Der tut so, als wäre Jesus. Alter. Also der übertrifft echt alles. Oh fuck, Alter, der hat die Nägel aber richtig durch die Hände gestochen und dann hängt er daran. Das haben sie doch bei Jesus auch gemacht, falls es ihn gegeben hat. Ja, das weiß ich schon, aber die haben es halt auch noch an Füßen festgenommen. Ich musste da letztens mal für eine Lehrerin mal so einen VHS-Film digitalisieren. Sei mal kurz ruhig. Und, über Jesus und das war richtig brutal, wie die den da ans Kreuz genagelt haben. Oh, Alter. Das ist aber noch brutaler. Der wollte einfach nochmal Jesus übertrumpfen, ey. Aber wirklich, dieser Film ist mir bis heute noch im Kopf. Boah, Alter, solche Schmerzen, ey, unvorstellbar. Scheiße. So krank einfach nur. Ach, guck mal, wir haben sogar noch was. Ich erkenne die Handschrift. Vater Martin hat ja einen Mann umgebracht. Sind die Lügen, von denen er spricht, die fehlenden Akten aus dieser Kiste, die Fakten, die Unterlagen, sieht nach Regierungsdokumenten aus und mindestens 30 Jahre alt, wahrscheinlich sogar älter. Ich muss an M-Culture, CIA denken, Bewusstseinskontrolle. Das Summen hört nicht auf. Jetzt. Die Leidenschaft von Vater Martin. Ich kann es nicht fassen, dass Vater Martin sogar Jesus Christus selbst in der Grausamkeit des Sterbens übertroffen hat. Ich werde ihn bestimmt nicht vermissen. Ein Weg nach draußen. Wenn er die Wahrheit sagt, kenne ich jetzt den Weg. Und ich habe eine Geschichte. Er möchte, dass ich sein Evangelium verbreite. Ich werde es der ganzen Welt verkünden. Hey, lass mich raus. So ein paar Wichser. Du musst den Schlüssel da noch nehmen. Hä, wo ist der Schlüssel? Da. Oh. Also, meine lieben Freunde, denkt dran. Also, Karies ist nichts Gutes. Genau. Wollte ich gerade sagen, mit Zahnpflege haben die es nicht so recht. Und Obdia kannst du auch reich machen. So.
Und jetzt kommt ja gleich wieder Tom angepimmelt, ne? Der gute alte Tom. Hoffentlich ich glaub, lebt er nicht dem mal Gitter. Lange. Hashtag no spoiler. Oh nö. Oh Gott, ich glaub. Oh oh. Ich würde mich mal aus dem Staub machen wollen an deiner Stelle. Shit. Ach Mann. Ah, Kacke. Ich bin an der Tür hängen geblieben, ey. Hast du noch genug Zeit für einen Versuch? Oh Gott, im Himmel, ey. Ich weiß nicht mehr, wo es lang geht. Nein. Niete. Nix in der Niete. Warte, bis es die andere Tür einschlägt. Okay. Das ist Betrug. Das ist Betrug. Oh, guck dich doch mal an, Tom, ey, du Hässler, ey. Dein Kackzähne, deine Kackfresse, ey. Ich hasse dich. Ach, Mann. Wo ging das denn lang? Muss ich da hinten hin, wo der war? So, komm, Alter, Tür zu, ey. Tür zu, Affe tot. Nein, versteck dich. Der kann unmöglich wissen, dass ich hier drinne bin, ey. Tom weiß alles. Ich fiste den so hart an. Seit unserem ersten Date... Ist Tom in mich verliebt? Ja. Ist boah, ein kleiner Stalker, Junge, weißt du? Ich höre die noch vor der Tür, ey. Der hat anscheinend jetzt sehr viel Spaß. Soll ich? Wait a moment. Lass ihn mal noch 5 Sekunden. Das ist witzlos. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Der hat Warlock, der Mistsack, ey. Mann. Was soll denn das, Tom, ey? Blöde Mistkröte, ey. Hier lang vielleicht ins Klo. Ich glaube, Tom ist nicht so stolz auf Tisch. Ja klar, der weiß natürlich, dass ich hier drin bin. Och genau. Das ist doch witzlos. Mann, ich weiß aber auch nicht, wo es lang geht. Von da hinten, wo der kam, oder was? So, da hinten kommt er gerade angejoggt. Weißt du, er war wahrscheinlich gerade am Kühlschrank, deswegen hat er jetzt wieder die volle Power einfach nur. So, Tür zu. Okay. Da kommt der fette Tom nicht nach, Alter. Ich glaube, du musst da hoch durch den Schacht. Wenn ich nur nicht hängen bleiben würde! Oh nein! Olli. Nein! Der, du hättest da der ist genau. Ja, konnte ich nicht, der ist genau hin! Tamiro. Boah, Alter, ohne Spaß, Tom, ey, du bist doch ein mieses Stück Kot, Alter. Mann, ich bin da hängen geblieben. Hättest du mal Nachtsicht angemacht, hättest du... Hätte Fahrradkette. Boah, Tom, ey, du bist doch ein dummes... Aber jetzt weißt du zumindest, wo du lang bist. Boah, ich hasse diesen Analstöpsel, ey. Mann. Weißt du, nur weil er keine Freunde hat, ey. Auch so ein dummes Gesicht drauf. Also wenn das jetzt hier mit Facecam wäre, würdet ihr euch gerade Schrott lachen. Ich lache mich gerade Schrott. Tom. Terminator. Ich habe auch einen Snickers für dich. Ist ein Snickers, sonst wirst du zu Diva.
Ah, da ist er. Wo ist er zu? Mach auf. Renn. Nein, ich muss das nämlich erst noch anvisiert. Dass Tom überhaupt noch mithalten kann, Alter. Ich sprinte schon wie der Olympiameister, Alter. So, geh da hoch. Oh, Ladies and Gentlemen, wir haben es geschafft. Wie ich dich hasse, ey. Mann, Tom, ey. Hast fein gebracht. Ich würde aber an deiner Stelle trotzdem rennen, weil die Tür da sieht nicht gerade so lecker aus. Ich weiß. Mann, Tom, ey. Wie ich ihn hasse. Ich glaube, jetzt können wir die Folge mal gemütlich und den Fahrstuhl benutzen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ja, würde ich sagen. Also, pass auf, dann lass mich noch kurz verabschieden. Also, Leute, wem das Video gefallen hat, wie ich gerade wieder seelisch an den Stock gegangen bin, ja, der kann einen Daumen nach oben da lassen. Freut euch auf den nächsten Part, der dürfte unter allen Umständen der letzte oder der vorletzte Part sein. Bis dann, Leute, wem es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, was ich gerade schon gesagt habe. Ich bin gerade verwirrt. Ein Abo und bitte auch ein Kommentar. So. Ja, ein Kommentar wäre wirklich mal nice, einfach mal damit wir auch erkennen, dass sich jemand das Video anguckt hat und auch mal gesagt hat, was wir gut gemacht haben und was nicht. Und mit diesem wunderschönen Blick auf die Murkoff Corporation mit dem geilsten Logo der Welt gehe ich jetzt auf Flo und Max übernimmt. Ciao!